So, wir sind da. Also, ich bin da. Und Flo. Moin. Ich habe mir so einen geilen, was ist das, Flaschenzug? Kennst du? Kettenzug gekauft. Für Situationen wie diese, wenn man etwas verladen muss oder abladen. Oho, was müssen wir denn abladen? Da hinten liegt jede Menge Pappe. Mara ist auch am Start. Ich habe was gekauft. Das ist aber ganz, ganz was Neues. So, erstmal Schlupf von Wirt. Geiles Ding. Ganz richtig. Das ist stabil. Da, So, das hält was. das hält was. So soll es ja sein. Denn wir müssen was heben. Machen wir jetzt erstmal. Ich wollte eigentlich schon filmen. Aber Flo ist da noch am Schlupfen mit dem Ding. Hier ist die Kiste. Verrät die euch irgendwas, was ich gekauft habe? Ich glaube nicht, aber es ist eine fantastische Kiste und ich kann sagen, wenn das da drin ist, was da drin sein sollte, dann habe ich mal wieder einen echten Schnapper geschlagen. Das darf ich nicht zu laut sagen. Irgendwann mache ich keine Schnapper mehr, weil jeder weiß, dass ich alles schnappe. Ich habe übrigens auch neue Zwingen. Geil, aber darum geht's nicht. Also wir wollen jetzt mal was verschlupfen. Wir gucken, dass wir es auch in der Kamera haben. Wir haben hier einen Wagen. Perfekt, Sieht den man sieht den? man nicht. Oh. Egal. Wir wollen was auf den Wagen heben. Einer muss jetzt gleich ein Kabel heben. Das ist auch egal. Ich heb das Kabel und du fährst durch. Ja, genau. Wollen wir nochmal eben einmal drehen und dann so dahin? Habt ihr es schon? Ihr habt es schon gesehen. Wahnsinn! Oh Gott, Flo. Oh, ja. Oh Gott. Könnt ihr es glauben? Oh. Was machst du denn? Ja, ein bisschen rumvereiert, weil das Kabel liegt hier Das so. Kabel liegt blöd. Ja. Und ich will da nicht drüber fahren. So, wo müssen wir einhaken? Hier mit dem Ja, da hinten, ne? Tragarm. Da liegt noch Absaugrohr im Weg. Das ist wirklich Oh. ganz ungünstige Ecke hier. Aber man kann ihn auch nicht weiter vorziehen, ne? So, guck. Ja, das geht. Ich war früher mal. Handballer. Nee, ja, das auch, aber ich war auch Profi-Fingerwrestler, ne? Oh. Habe ich da immer. Deswegen habe ich so Wurstfinger. Dafür kennt man dich. Flo Ja, mit dem Wurstfinger. ja. Oder Wurstfingerflug, ne? Wurstfinger. Fast schon fertig. Ich komme da mal nicht Doch mehr. nicht mit deinem Finger, Ja, aber ich komme da nicht mehr. Ich hole mal den Zahn. Okay. Was denn für einen? Ja, eine Wappen oder so. Los! Bisschen runter, der hier oben, ne? Ich stehe drauf. Ja, ist gut. Jawoll. Guck. Oh. Ha! Nice! So. Zu kurz, perfekt. Warte. So. Achtung, schweres Tor geht an, ne? So, nach viel hin und her, das ist das Setup. Ich habe da oben so ein altes Ding. Flo sagt, solange es kein Blei ist, hält es. Ja, Blei ist ja ein wahnsinnig weiches Metall, ne? Also, das ist Hast du einen ja. Witz? Nee, ist wirklich so. Also, aber so ein Haken aus Blei, das gibt's halt. Also, es ist so schwachsinnig. Das ganze Gebäude hier ist Aber schwarz. guck dir das dicke Ding mal an. Also. Ja, wir gucken mal. Oh! Mara guckt auch schon. Machen wir ja Gedanken, was machen wir aber. So. Nimm bloß deine Ja, Mauken da gleich weg. Oh, fliegt schon. Zumindest ist es einseitig. Das ist, ich habe einfach so keinen Bock auf sowas. Oh, nee. Mara, geh bloß in Deckung. Wir haben sie gleich. Hält der Haken das? Ja, sicher. Oh Gott. Das ist eine Scheiße. Immer wenn Flo da ist. Oh Gott. Jetzt. Jetzt hast du ihn gleich. Er fliegt, Flo. So, ich versuch mal. Ja, Palette wurde mal weg. Haben wir die Schrauben?
Die Schrauben sind hier. Nice. Ist halt die Frage, ob wir gleich so runtergehen. Hallo. Ja, nice. Können wir jetzt langsam runterlassen? Weißt du, wie das geht? Ja. Ja, super. Wir können natürlich auch neutral machen und dann runterbremsen lassen, aber... Bitte nicht. Besser ist von da. Gut, aber lass ihn runter, Flo. Oh. Wir müssen eben gucken, nachher, ob er so gut passt, ne? Oh, schon vermitteln hier. Ja, aber hier sieht das supi aus. Ja, perfekt. So, jetzt kriegst du wieder. Zack, abgesetzt. Irre. Mal gucken, ob es passt. Wir könnten Schwerlastprofis werden, ne? Also, nee, auf keinen Fall. Ja! Da brauchen wir nochmal machen. Ist da nur eine Unterlegscheibe drunter? Ja, das hält. Was ist das denn? Muss auch nicht festziehen. Ist schwer genug. Ja, was damit, wenn du 30 km/h fährst? Ab auf der Autobahn. Ja, das Ding weg. Voll geil, dass da ein Wagen dabei voll, ist. Voll, ne? Das ist mega praktisch, ey. Gar keinen Bock hat, mir so ein Ding selber zu bauen. Ey, willst du für die auch so einen Wagen haben? Nein. Okay. Das ist nämlich jetzt das Problem, was Flo schon anspricht. Wieso jetzt überhaupt zwei Finiermaschinen? Was? Hä? Alle, die den Vlog-Kanal länger gucken, haben schon als ein oder andere Mal gesehen, wie ich mit Richard, mit Flo oder alleine schwere Sachen wirklich auf absolut abenteuerliche Art und Weise irgendwo hoch oder runter gehoben habe. Ich habe letztens einen Kumpel da gehabt, der hat das Ding gehabt, weil er was abgeholt hat. Und das ist keine bezahlte Werbung, für alle, die das sagen. Ich habe mir das Ding selber gekauft. Aber ist voll geil. Habt ihr gesehen, wie einfach das war? Die Maschine wiegt 400 oder 500 Kilo. Und das war ziemlich easy. Ich habe diesen Schlupf da von Wirt, der kann 2000 Kilogramm halten bzw. heben. Und so kann man halt Maschinen echt easy von der Palette auf- und abladen. Das letzte Mal, wo es richtig abenteuerlich war, war die Abrichte hier mit 1000 Kilo. Und selbst die hätten wir damit heben können. Also, wenn ihr sowas auch machen müsst und oft alleine seid oder zu zweit, ich meine, Flo und ich zusammen zählen, glaube ich, dann nur als einer, weil alle Gehirnzellen flöten gehen. Aber das ist echt nice. Also viel besser, als wenn man das selber von Hand macht. Bleibt immer noch die Frage, warum ich jetzt zwei davon habe. Habt ihr noch Fragen? Ich weiß, ihr habt ganz viele Fragen. Es ist schon wieder später. Flo ist schon weg. Es nervt im Moment so. Flo und ich haben noch ein bisschen am Auto gebastelt. Ich weiß aber, dass das gerade nicht das Hauptthema ist. Was soll das? Warum hast du jetzt zwei davon? Zuallererst mal steht hier die Nummer 1 davon. Du willst doch jetzt nicht etwa deinen Traum aufgeben? Deine Lieblingsmaschine? Was ist mit dir? Ich gebe die nicht auf, ich werde bescheuert. Diese Maschine ist für mich einfach der Inbegriff von glücklich sein. Das liegt zum einen an der Maschine und zum anderen an dem, was sie für mich verkörpert. Allerdings bin ich trotzdem kein Trottel. Diese Maschine ist der Inbegriff von dem, was ich euch immer wieder sage. Wenn man ein Einsteigermodell kauft, dann kann es sein, dass man ganz, ganz schnell da rauswächst. Bei dieser Maschine gibt es im Prinzip keine Einstellungsmöglichkeiten. Das Messer sitzt da drin, fertig, entweder durch oder nicht. Und wir haben es geschafft, beziehungsweise ich habe es geschafft, die Maschine toll zu schleifen und einen super Zustand zu bringen. Aber da kommt schon das Problem. Wir können nichts einstellen. Hier haben wir eine super saubere Skala, die auch funktioniert. Das ist aber egal, das braucht man gar nicht so dringend. Wir haben aber auch das hier. Das hier ist eine Erklärung, welcher Schnittwinkel für welches Holz. Das ist Gold wert. Und der Zustand... Ich habe die Maschine auch blind gekauft und es ist einfach unfassbar geil. Es ist wirklich der Hammer. Das Ding ist aber, und das ist das, was ich eigentlich sagen will, guckt euch mal an, wie dick das ist, also wie breit. Bei dieser Maschine, und das habt ihr gerade gesehen, haben wir die Möglichkeit, mit Hilfe dieser Skala und natürlich auch mit unserem eigenen Skill irgendwann, den Schnittwinkel hier unten einzustellen. Und das ist einfach unfassbar wichtig und ein riesen Upgrade zu der anderen Maschine.
Ich möchte solche Maschinen in meinem beruflichen Alltag nutzen. Das bedeutet, ich muss im Prinzip an manchen Stellen einfach eine gewisse Verlässlichkeit erreichen. Die Yashima schafft das einfach nicht wirklich, weil sie das günstigste Modell ist und das einfachste. Wir haben die wenigsten Möglichkeiten, da was zu machen. Hier ist das was ganz anderes. Ich habe ein sehr großes Projekt dieses Jahr, zu dem ich noch nichts sage, weil ich einfach nicht weiß, wann ich das nächste Mal wieder das dazu sagen kann. Ich möchte aber gerne eigentlich alle Sachen da putzhobeln. Das bedeutet, ich brauche im Prinzip für meine Arbeit eine sehr verlässliche Maschine, die es mir auch ermöglicht, den richtigen Schnittwinkel einzustellen. Das geht bei der anderen einfach nicht. Da kannst du nur durchjuckeln und wenn der Schnittwinkel halt nicht wirklich gut ist, dann muss man wirklich eigentlich im Prinzip immer nachschärfen, weil das Eisen einfach nichts nachgibt, beziehungsweise es lässt keine Fehler zu. Hier können wir das einstellen. Zieht euch mal dieses Schild rein. Diese Maschine... Ich darf das nicht sagen. Es ist einfach der Hammer. Ich bin wirklich unfassbar glücklich. Für manche von euch wirkt das vielleicht strange und ich werde die andere auch nicht wegschmeißen. Wie gesagt, die bleibt auch hier. Aber es macht einfach Sinn und es ist, wie gesagt, eigentlich wirklich das, was ich immer wieder sage. Natürlich könnt ihr mit einem 15-Euro Akkuschrauber arbeiten, aber es kann halt sein, dass ihr nach 2 Wochen merkt, das ein oder andere Update wäre ganz nice und so ähnlich ist es bei mir auch. Ich beschäftige mich damit, ich habe Freude damit und das ist auch wirklich eine der Maschinen, wo ich in meiner Freizeit einfach daneben stehe und sie einfach geil finde. Und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr war mir klar, ich muss nochmal gucken, ob es sowas gibt. Ich habe immer weiter gesucht, ich habe die Suche bei Kleinanzeigen und Co. nie gelöscht. Ich habe 4 Maschinen angeschrieben und keiner hat mir geantwortet. Egal, ich war nicht sauer. Die Person hier hat mir sofort geantwortet und mir das Ding sofort verkauft. Das ist auch so ein bisschen was ich dieses Jahr mache. Kein Bullshit. Ich will nichts zwingen. Wenn was klappt und wenn die Möglichkeit ist, wenn ich jemanden anspreche und der antwortet, super. Wenn er nicht antwortet, ist egal, dann gehe ich woanders hin. Und das, ja, jetzt habe ich 2 Putzhobelmaschinen. Und ich zeige euch noch was, weil ich den Schnapper des Jahrhunderts gemacht habe. Jonas, der alte Schnäppchenmacher. Jetzt stehen wir hier. Das Ding ist, ich habe keinen Schraubenzieher. Moment, perfekt, Phasenprüfer. Ich habe diese Kiste noch dazu bekommen. Das wusste ich nicht. Ich habe das diesmal das erste Mal so gemacht. Flo und ich haben ja eine Firma und dadurch, dass wir wirklich dank euch, beziehungsweise für euch und mit euch und dank euch unfassbar viele Pakete verschicken, haben wir ein bisschen andere Möglichkeiten mit Speditionen und Co. Und ich habe tatsächlich diesmal das erste Mal die Abholung über die Firma gemacht. Meine letzte Abholung von der Säge, die da drüben steht, lief ja mega scheiße. Wir haben das also jetzt diesmal über die Firma gemacht und das lief ehrlich gesagt super. Das war echt richtig gut, hat alles einwandfrei geklappt. So, trotzdem habe ich das Ding ja blind gekauft und wusste also nicht, dass diese Kiste mit dabei ist. Diese Kiste hätte ich fast übersehen, hätte ich gesagt, bis ich gesehen habe, das ist gar kein Montageklotz auf der Palette. Da steht nämlich der gleiche Name drauf, der auch auf der Maschine stand, von der Maschinenverkaufsfirma, die diese... Digga, jetzt mal. Von der Firma, die die Maschine verkauft hat. So, das Ding ist... Anhand der Größe weiß ich eigentlich schon, was da drin sein muss. Und wenn das so ist, dann ist das Schnäppchen wirklich unverschämt. Was ist das? Egal, hier ist noch irgendein Tuch. Aber wir haben hier ein Ersatzmesser plus Gegenmesser. Komplett neu geschliffen. Und davon haben wir 2. Wir haben also einfach 2 Ersatzmesser. Und das ist unglaublich. Und ich sage euch auch warum. Der Service von Marunaka, das ist eine Firma in der Schweiz, ist hier unterirdisch. Das ist mit das Schlechteste, was ich je bei einer Firma erlebt habe. Ich habe die wirklich mehrmals kontaktiert. Ich habe es, glaube ich, in einem Vlog auch schon mal erzählt. Ich habe aus Japan mehrfach innerhalb von 1 bis 2 Tagen Rückmeldung gehabt. Die Firma in der Schweiz antwortet mir im Prinzip gar nicht. Und das, obwohl ich was kaufen will. Ich will nämlich Ersatzmesser kaufen, einfach damit ich mehrere auf Vorrat habe. Es macht einfach Sinn, falls eins kaputt geht und ich weiterarbeiten möchte. So, jetzt ist ja alles ein bisschen anders. Das Ding ist, jetzt, als ich diese Maschine gekauft habe, hat mir die andere Firma geantwortet. Und ein Ersatzmesser, ich gucke nochmal nach, damit ich euch keinen Quatsch erzähle. Ein Ersatzmesser für die Yashima Putzhobelmaschine würde, Moment, wo ist es? Da. Würde mich kosten...
434 Euro. Also für das Messer vorn und das Messer hinten, so wie wir es hier gesehen haben. Das bedeutet im Prinzip, jetzt bei einer größeren Maschine, dass ich einfach wahrscheinlich um die 1000 Euro on top auf die Maschine bekommen habe. Und das, ich sag's euch einfach, ich habe 3000 Euro bezahlt. Das klingt erstmal viel. Wenn man bei Maschinensucher guckt, kostet so eine Maschine gerne mal 5 ohne Ersatzmesser. Ich habe 3 bezahlt und ich habe noch Ersatzmesser. Das darf man gar nicht laut sagen. Ich sag's auch mal, ich erzähl's einfach ein bisschen, weil es ist ein bisschen Storytime. Das letzte Mal, als ich die andere Maschine gekauft habe, da hat mir ja jemand, ein Abonnent, die Maschine angeboten. Und im Nachhinein hat sich dann, hat derjenige das Video gesehen, beziehungsweise ein Verwandter von ihm, und hat dann mir eine Mail geschrieben. Freut mich, dass du dich freust, aber da hast du uns ein bisschen über den Tisch gezogen mit dem Preis, wa? Digga, was? So, hä? Ich war doch damit auch einverstanden und das ist halt manchmal das Problem. Leute haben dann das Gefühl, als wären sie abgezogen worden, auch wenn sie im Prinzip selber dem Preis zugestimmt haben bzw. gesagt haben, ja passt. Und das ist ein bisschen schade. Diese Trauer, weil ich das schon ein bisschen komisch fand, habe ich überwunden. Und trotzdem sage ich, huch, diesmal wieder, ich habe echt einen Schnapp gemacht. Und was ich euch da noch so ein bisschen mitgeben möchte, ist zum einen, ich bin ein lausiger Vlogger im Moment und ich sage euch das ganz ehrlich, wie es ist. Wir haben 2 Kinder und unser Sohn, das erste Jahr mit ihm war crazy. Wirklich ganz, ganz crazy. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Ich weiß es aber nicht. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich möchte auch nichts erzwingen. So, Vlogs machen mir Spaß und ich möchte euch teilhaben lassen. Ich kann euch sagen, es gibt ein Riesenprojekt, was dieses Jahr ansteht. Und das wird sau cool. Aber ich sage dazu erst was, wenn es auch losgeht. Es geht bald los. Abschließend hierzu. Da liegt ein Müllsack. Hier ist sie. Was ich euch damit auch nochmal sagen möchte, ganz ehrlich. Ich sage euch immer wieder, kauft euch was Gutes. Das ist was Gutes, aber auch was Günstiges. Und deswegen möchte ich euch ganz ehrlich daran teilhaben lassen. Es ist nicht schlimm, mit was Günstigem anzufangen. Es kann sogar ganz, ganz toll sein, weil man einfach merkt, was für eine Liebe man dafür hat. Ich habe mir erst überlegt, ob ich mir einen anderen dicken Hobel kaufe. Ich habe mich aber einfach dazu entschieden, das zu kaufen, weil das ist wirklich meine absolute Leidenschaft. Das ist wie meine Leidenschaft da oben. Da stehen auch ein paar Euro auf dem Regal. Und das ist ja nur eine kleine Auswahl meiner Hobel. Aber für mich, ich brauche das einfach. Mich macht das so glücklich, diese Maschine zu sehen, dieses Geräusch zu hören, zu sehen, was die macht, diese Späne zu sehen und vor allem auch das Ergebnis. Das macht mir einfach Spaß. Und wenn ihr einfach Spaß an etwas habt, zum Beispiel am Holzhandwerken, und ihr wollt halt mit günstigem Werkzeug starten, dann macht es. Fangt an, entfesselt die Leidenschaft. Aber seid so wie ich drauf gefasst. Es kann sein, dass das ein Fass ohne Boden ist. Es kann sein, dass man anfängt, sein ganzes Geld dafür aus dem Fenster zu knallen. Das ist nichts Schlechtes. Das ist was ganz Schönes. Ich möchte euch nur sagen, dieser Prozess kann gut sein. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Ich sage es nur andersrum, man kann auch mit dem Besseren starten. Also gerade bei Akkuschraubern und Co., bei einfachen Maschinen, bei günstigeren Maschinen, da macht es auf jeden Fall Sinn, so dieses Low-Budget-Budget einfach zu überspringen. Aber wie gesagt, wenn es nicht anders geht, dann ist es so. Ich saß hier auch nochmal und dann ist der Vlog auch zu Ende. Bei mir ganz am Anfang war das ganz genauso. Ich habe auch mit dem fürchterlichsten Werkzeug angefangen überhaupt. Und genau deswegen versuche ich euch immer diesen Schritt überspringen zu lassen, weil ich selber genau weiß, wie das ist. Und jetzt weiß ich es wieder, weil ich einfach 2 Finiermaschinen habe. Und trotzdem bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Oder gerade deshalb. Ich weiß es nicht. Der Vlog ist zu Ende. Schön, dass ich wieder da bin. Tschüss!